Am Montag, pünktlich zu Schulbeginn, fand in Leoben die offizielle Eröffnung des um 14 Millionen Euro umgebauten Bildungszentrums statt. Und der Bürgermeister ist stolz auf dieses gelungene Projekt. Um ehrlich zu sein, extrem stolz. Ich glaube, das ist das größte und für mich bedeutendste Projekt seit dem Beginn meiner Amtszeit. Und was kann es Schöneres geben, als in die Bildung zu investieren, für die junge Generation, aber auch für die Lehrenden. Und ich denke mir, diese Schule wird über Jahrzehnte eine Schule sein, in die man gern geht und in der man gerne lernt und gerne arbeitet. Drei Schultypen werden dort stimmig unter einem Hut gebracht. Die Volksschule, die Hauptschule und auch die Polytechnische Schule. Welche Vorteile hat der Umbau noch gebracht? Es gibt neue pädagogische Möglichkeiten und Methoden. Der ursprüngliche Bau war ja eher auf den Frontalunterricht und eher auf Strenge und auf Hierarchie ausgerichtet. Schauen Sie sich die alten Schulgebäude an. Sie ähneln Kasernenbauten und mit diesem Umbau ist das völlig weg. Es ist eher ein Gebäude, in dem man sich wohlfühlen kann, wo es also neben Möglichkeiten, etwas zu lernen, auch die Möglichkeit gibt, gemeinsam etwas zu erleben bzw. sich auch auszuruhen. Die Projektliste in Leoben ist lang. Weiters ist auch die Revitalisierung der alten Rathauspassage ein großes Ziel seitens der Gemeinde.